Diesen Beitrag widmet Ihnen die Volksbank Enz und Paltendahl. Bereits am Nachmittag konnte man sie beim Training bewundern, die jungen Snowboarder und Freeskier. Bei der Disziplin Big Air wird über eine Schanze gesprungen, die unterschiedlich lang sein kann. 10 Meter hoch war jene am Hauser Kaibling. 5 Tage Arbeit und 12.000 Kubikmeter Schnee waren dafür nötig. Ja, wir sind heute in Haus im Enztal, Hausmeisters 3, die dritte Auflage vom Freestyle-Event in Haus, am Hauser Kaibling, das gleichzeitig mit einem fetten Saisonabschlusskonzert über die Bühne läuft. Der Sido wird heute am Abend noch sein Bestes geben. Jetzt sind wir momentan in der Qualifikation. Die Snowboarder und die Ski-Freestyler testen nochmal den Kick an, der mit einer Tabellänge von 12 Meter gebaut wurde. Und wie gesagt, jetzt nach dem Training haben sie dann die Möglichkeit, über eine Qualifikation das Finale zu erreichen, wo wir dann die besten 6 Snowboarder und Ski-Freestyler dann noch sehen werden, die sich in einem Format der Beste aus 2 Sprüngen dann den sogenannten Hausmeister ausmachen. Und dann gibt es noch eine fette Party hinten noch und eine Siegerehrung auf der Bühne, und auf das freuen wir uns alle schon recht. Die weltbesten Athleten nahmen an diesem Finale teil. Sie sind alle sehr jung und der Weltcupsieger der letzten Saison ist erst erstaunliche 20 Jahre alt. Es hat so begonnen, dass ich eben eines Tages einmal nach Schladming in die Schule gekommen bin. Und dann nach der ersten Saison eigentlich schon bin ich schon in ÖSV gerutscht. Und ich habe mich einfach so schnell entwickelt und natürlich auch durch den ÖSV viele Reisen und bei vielen Bewerben mitgemacht. Und ich glaube, das hat mich eben dann irgendwie so raufgebracht. Auch wenn die Saison von den Bewerben her jetzt zu Ende geht, ein Spitzensportler hat nur eine kurze Verschnaufpause. Ja, also ich sage einmal, nach Haus jetzt oder nach dem Spring Battle ist einmal die Saison vorbei von den Bewerben her. Aber dann geht es trotzdem weiter mit Training und vielleicht ein bisschen so fahren gehen und filmen gehen. Und dann im August geht es ja schon wieder los mit Neuseeland. Und da beginnen schon wieder die ersten Bewerbe eigentlich. Die Finalsprünge am Abend brachten die Sieger hervor. Bei den Freeskiern war der Tiroler Dennis Rannalter erfolgreich. Bei den Snowboardern wurde Michael Macho der Hausmeister und somit österreichischer Meister. Die zweite Attraktion war das Konzert des deutschen Rappers Sido. Bereits um 14 Uhr gab er eine Pressekonferenz im Platzhirsch am Hauser Kaibling. Eines ging dabei klar hervor, Berge sind nicht unbedingt seine Sache. Die Aussicht gefällt mir wunderbar. Ich bin nur nicht der Mensch, der so gerne sich auf dem Berg aufhält. Also fühlst du dich jetzt gerade sehr unwohl und möchtest wieder hinunter? Also jetzt nicht unwohl, aber so, wenn es dann wieder bergab geht, freue ich mich. Anders als in meiner Karriere. Was natürlich einen echten Fan interessiert, was macht Sido nach dem Konzert? Eigentlich muss ich morgen ganz früh nach Berlin und mir wird ja durch die Zeitumstellung sogar noch eine Stunde geklaut. Ich denke mal, wenn ich schaffe, meinen Flug umzubuchen auf später, dann mache ich noch sehr viel Party heute. Abriss-Ski nennt man das ja. Abriss-Ski würden wir sagen in Berlin. Abschließend hinterließ Sido noch seine Spuren im Schnee. So viel zu Sido am Skido. Seid ihr wegen Snowboarden da oder wegen Sido? Sido. Ja, eigentlich wegen Snowboarden, aber Sido. Das ist nicht so schlecht, macht super Musik. Okay. Warum seid ihr heute da? Seid ihr heute wegen Snowboarden da oder wegen Sido? Sido. Ungefähr 4000 Fans lockte er zu seinem Konzert nach Haus. Ich hab kein Problem damit, die Kasse mitzunehmen und dir einen Tritt zu geben, wenn du mich erst so kennst. Wie bin der ich heute? Nach dem Konzert strömte alles ins Zelt zur Aftershow-Party, bei der Top-Disc-Jockeys für Stimmung bis in den frühen Morgenstunden sorgten. Es war wieder ein turbulenter Nachmittag am Hauser Kaibling, der alles, was die Sport- und Musikfans erwarteten, auch erfüllte.